Die Aktienmärkte eilen trotz der Corona-Krise von hoch zu hoch, höchstens mal unterbrochen von kurzen Konsolidierungen. Sollte man vor diesem Hintergrund weiterhin in Aktien investieren? Und was geht noch auf der Zinsseite? Könnten also Hochzinsanleihen beispielsweise eine Alternative sein? Fragen dazu an Dirk Fischer von der Patriarch Multimanager GmbH. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt. Ebenfalls schönen guten Tag, Herr Franing. Ja, die Börsen streben weiter nach oben. Viele Investoren haben mittlerweile eine deutlich höhere Aktienquote als früher. Wie bewerten Sie die aktuelle Lage? Also ich sehe das mit gemischten Gefühlen, Herr Franek. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dass die Deutschen endlich so ein bisschen mehr die Aktie entdecken. Das ist ja, da haben wir ja lange alle drauf gehofft. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass die Aktienmärkte trotz globaler Pandemie nahezu überall weltweit auf ihren Höchstständen stehen und wir also noch eigentlich nicht die wirtschaftlichen Rücksetzer bisher in den Kursen gesehen haben. Deshalb weiß ich natürlich, dass Aktien nicht nur Chancen, sondern auch Risiken haben und hoffe einfach, dass die Anleger ihre persönliche Risikopräferenz richtig eingeschätzt haben, falls die Märkte auch mal wieder zurückkommen sollten. Als Argument für die hohen Aktienquoten, Herr Fischer, wird oft eine gewisse Alternativlosigkeit genannt. Tina heißt es da einmal, there is no alternative. Teilen Sie diese Einschätzung? Also ich habe jetzt erstmal gerade was gelernt, den Begriff hatte ich noch nie gehört, vielen Dank. Ja. Also ich sehe das persönlich ein bisschen anders, weil wenn ich anfange beim Immobilienbereich über die Edelmetalle bis vielleicht zu exotischen Dingen wie Private Equity oder Kryptowährungen, sehe ich schon eine ganze Menge Alternativen. Und dabei habe ich ja jetzt noch den jahrzehntelangen Konterpart der Aktien komplett außer Acht gelassen, nämlich den Rentenbereich. Und wenn ich das mal so zusammenfasse, kann ich eigentlich das Argument, es gibt keine Alternativen für die Aktien, nicht gelten lassen. Bin ich etwas überrascht, denn gerade im Anleihenbereich gibt es ja möglicherweise, so zumindest mein Blick, nicht mehr viel zu holen. Ich sehe gerade die neue 100-jährige NRW-Anleihe, die 0,95% Coupon hat. Das ist nicht wirklich viel. Also was macht Sie da so optimistisch, dass es auf der Zinsseite doch ja Möglichkeiten gibt? Also zuerst würde ich gerne differenzieren wollen, Herr Franik. Also die Zinsen sehe ich ja als Konterpart zu den Aktien, eben um das Risiko rauszunehmen. Also für mich ist an erster Stelle die Risikoreduzierung und dann kommt der Ertrag. Aber lassen Sie uns beim Ertrag bleiben. Sie haben natürlich recht, dass im Augenblick der Ertrag in den Festverzinslichen nicht wirklich üppig gesät ist. Ja. Und ich muss auch ein Risiko auf dieser Seite eingehen. Risikolos gibt es keinen Ertrag. Ja. Aber dennoch ist es für mich immer noch mit guten Alternativen gesegnet. Also wenn ich so alle Bereiche im Rentenbereich im Augenblick nehmen würde, würde ich mich für die Hochzinsanleihen entscheiden. Da sehe ich das größte Potenzial. Hochzinsanleihen, Neudeutsch High Yields, sind allerdings, berichtigen Sie mich gerne, wenn ich Unrecht habe, im letzten Jahr nicht ganz so gut gelaufen. Woher rührt daher Ihr Optimismus und können Sie da vielleicht für diesen Optimismus, den Sie ja ganz offensichtlich haben, ein Investitionsbeispiel nennen? Also Sie haben erstmal grundsätzlich komplett recht. Also der Hochzinsanleihenbereich war im letzten Jahr leicht negativ. Das hatte grundsätzlich zwei Gründe. Das erste ist, dass im März 2020, als die Aktienmärkte ja so nach unten schossen wegen Corona, sind halt die Hochzinsanleihen quasi in Sippenhaft genommen worden, weil man doch viel Angst hatte vor Bonitätsausfällen. Ja. Und zum Zweiten, was ist natürlich der Dollar, weil der absolute Heimatmarkt für die High Yields ist halt die USA. Und der Dollar hat halt für einen nicht gehedgten Euroanleger im letzten Jahr 8,5% eingebußt. Und insofern ist der High-Yield-Bereich halt leicht negativ letztes Jahr gewesen. Aber ich versuche immer bei meinen Prognosen in die Zukunft zu schauen und nicht in die Vergangenheit. Und für mich sind diese beiden Entwicklungen mehr oder weniger abgeschlossen und zum Stillstand gekommen. Und das sieht man vielleicht auch an dem Investitionsbeispiel, nach dem Sie gefragt haben. Ich würde mal den Mediolanum Best Brands Global High Yield Fund hier rausnehmen. Der Fonds hat im letzten Jahr 4% Minus gemacht, also passt ins Bild sozusagen. Davor, 2019, waren es noch 12,5% Plus. Und man sieht, wenn man das seit April 2020 sich anschaut, bis heute, dann haben wir in 10 Monaten 13% plus gemacht mit einem Rentenfonds. Also ich glaube, da sieht man den Turnaround schon sehr, sehr ordentlich. Da ist sicherlich ein großes Maß an Expertise erforderlich, um im High-Yield-Bereich punkten zu können. Ist das hier in diesem Beispiel gegeben? Also ich finde es sehr stark gegeben, denn einmal ist der Fonds schon 20 Jahre alt, zum Zweiten ist er 2,4 Milliarden groß, also wirklich eines der absoluten Schwergewichte in diesem Bereich.
Und das Multimanagerhaus Mediolanum hat für diesen Fonds sogar vier Experten verpflichtet. Also so wichtig ist ihm das Produkt. Ja. Das ist einmal Aegon, das ist PGIM, das ist die DBS und Brigade Capital. Jeder hat seinen Spezialbereich, in dem er sich besonders gut auskennt im High-Yield-Sektor. Und wenn man vielleicht mal Folgendes sieht, der Fonds hat über die letzten Jahre 4% im Schnitt gebracht, seit es ihn gibt. Und sollten das nur 2% in Zukunft sein, ja, dann glaube ich, ist es immer noch ein gutes Argument, um die Aktienquote zu managen. Also damit, wenn ich halt das beimische, verliert für mich das Argument, es gibt keine Alternativen mehr, absolut an Bedeutung. Ja. Und der Rentenbereich ist damit auch nicht tot. Ich muss einfach nur ein bisschen genauer hinschauen und dann kann ich auch wieder die reelle Aktienquote wählen, die wirklich zu meiner Risikoneigung passt. Hochzinsanleihen als Möglichkeit in einem breit gestreuten Portfolio zu diversifizieren. Einschätzungen von Dirk Fischer. Herzlichen Dank. Sehr gerne, Fanny.